Guten Morgen. Viele Menschen reden davon, dass sie sich ändern wollen. Ich möchte mich ändern. Ich möchte mich heilen. Ich möchte gesünder leben. Ich möchte bewusster werden und so weiter. Sehr, sehr viele Menschen haben dieses Ziel. Die Frage ist, haben sie dieses Ziel wirklich? Oder ist es einfach nur ein unbewusstes Dahinreden, ohne die tatsächliche Fokussierung und die Umsetzung auf dieses Ziel. Denn um ein Ziel zu erreichen, braucht es Motivation. Motivation ist der Antrieb dafür, ein Ziel in Angriff zu nehmen. Und bei der Motivation kann man durchaus einen fließenden Übergang von geringer Motivation zu hoher Motivation feststellen. Das heißt, es gibt Sachen, die motivieren einen etwas mehr, Sachen, die motivieren einen gar nicht so viel, aber so ein bisschen, und da gibt es halt einen fließenden Übergang. Und um seine Persönlichkeit zu ändern, um sich zu heilen, um aus konditionierten, automatisierten Verhalten auszubrechen, bedarf es meistens einer sehr hohen Motivation. Doch was ist eine hohe Motivation? Wie kann man feststellen, was ein hoher Antrieb ist, was eine hohe Motivation ist? Denn viele Menschen sind davon überzeugt, dass sie eine hohe Motivation haben, sich zu heilen, eine hohe Motivation, gesünder zu leben und eine hohe Motivation haben, bewusst zu sein. Machen wir heute einfach mal einen Test. Machen wir einfach mal gemeinsam einen Test, was hohe Motivation und hoher Antrieb bedeutet. Folgendes. Haltet jetzt einfach mal eure Luft an. Luft anhalten und ihr werdet langsam merken, oh, irgendwann kommt der Gedanke, ja, ich würde schon ganz gern wieder atmen. Es geht immer weiter. So langsam würde ich gern wieder atmen. Und das steigert sich immer mehr und ihr wollt unbedingt atmen. Das ist ganz wichtig zu atmen. Ja, ich will jetzt atmen, ich muss jetzt gleich wieder atmen. Das ist Motivation. Das ist echte Motivation. Dieses Gefühl, was ihr habt, dieses unbedingt, ich muss jetzt gleich wieder atmen, das ist eine hohe Motivation. Das ist die Motivation, die ihr braucht. Und nicht, ich habe ein Buch gelesen, ich fühle mich inspiriert, oh, andere haben das, ich will das auch. Oh, der ist dünn, ich bin dick, ich will abnehmen. Hohe Motivation bedeutet wirklich, den unbedingten Wunsch, dieses umsetzen zu wollen. Und das haben die wenigsten. Die meisten sind von den Medien einfach nur, sag ich mal, inspiriert oder von anderen Menschen. So ein kleiner Funke, der reicht aber oft nicht aus. Es braucht eine hohe intrinsische Motivation. Es braucht Klarheit auch. Es braucht genau definiert das Ziel, ich möchte bewusster werden. Ich möchte mich gesund ernähren. Und nicht, ich möchte irgendwie gesund sein oder sowas. Und das ist wirklich eine hohe Motivation. Das, was ihr spürt, dieses es geht gar nicht anders als zu atmen, als jetzt atmen zu müssen. Das ist Motivation. Es geht gar nicht anders als gesund zu leben. Dieses innere Streben muss ganz, ganz intensiv sein. Dieses innere Streben nach Heilung, nach Wachstum und nach Weiterentwicklung, das entspricht auch einer tiefen Evolutionskraft. Das ist in uns. Aber das kann natürlich überdeckt werden von der Gesellschaft und auch von den gesellschaftlichen Werten, die oftmals in Automatismen und in Sicherheitsstreben, in Komfortzone verweilen. Die behindern das. Aber das ist eine tiefe Evolutionskraft in uns. Wachstum, Heilung. Das ist in uns. Und das Verbinden, diese innere Evolutionskraft, diese wieder freizulegen und mit der Motivation zu paaren, wenn ihr das schafft, dann ist das, dann gibt das dieser kleinen Pflanze, die es mittlerweile in unserer Gesellschaft leider ist, dieser Wunsch nach Wachstum, nach Heilung und so weiter. Diese kleine Pflanze, die Motivation gibt der kleinen Pflanze die Kraft, durch diesen Asphalt, den diese Gesellschaft und ihre Werte darstellt, durchzubrechen und tatsächlich zu wachsen, herauszukommen. Aber ihr braucht Motivation, tiefe Motivation
Es geht nichts anderes. Nichts anderes ist wichtig als euer Wachstum, als eure eventuelle Heilung, wenn ihr krank seid. Nichts anderes. Keine gesellschaftlichen Verpflichtungen, keine Werte, kein Verantwortungsgefühl in irgendeiner Weise für irgendjemanden anderen als euch selbst. Diese Motivation, dieser unbedingte Wille, das ist essentiell für Änderung. Ohne dies geht es nicht. Das sind meine Erfahrungen und ich wollte das in einem Video ganz kurz und prägnant euch mal mitteilen, was Motivation wirklich bedeutet anhand des Tests mit der Atmung. Ich finde das wunderbar, dass man dann erkennt, was wirklich notwendig ist. Macht diesen Test und vergleicht immer wieder mit eurer Motivation, was eure Ziele angeht. Wollt ihr das unbedingt? Und es geht gar nicht anders. Ich muss wieder atmen. Fragt euch das. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.